Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Am 32. Spieltag sind stark ersatzgeschwächte Unteraachinger zu Gast im Karlsruher Wildpark beim KSC, wo die Heimfans das letzte Mal auf ihrer geliebten Gegengeraden feiern durften. Auch diese Gerade fällt den Umbauarbeiten zum Opfer. Alois Schwarz forderte nach dem 0:2 in der Vorwoche gegen Wiesbaden eine Reaktion. Und die sollte folgen. Karlsruhe in den blauen Trikots gegen Haching in den ersten 11 Minuten gut dabei. Ganz einfach aus dem Grund, weil Haching auf 10 Stammspieler verzichten musste. Unter anderem auch auf den Torhüter Nico Mantel. Das Nachwuchstalent hier mit einer schönen Reaktion. Aber Unteraching nahm sein Schicksal gut an. Halbe Stunde gespielt. Sascha Bigalke, den muss er eigentlich machen. Aber das aktuell das Hauptproblem. Die einst stärkste Offensive der Liga trifft momentan nicht mehr. Das weiß auch der Trainer, der Hachinger Klaus Schromm, seit über 613 Minuten vor dem Spiel ohne Treffer. Im zweiten Durchgang dann dieser Bock hier nach 51 Minuten vom jungen Nico Mantel. In seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Anton Fink, der alte Fuchs, nutzt das natürlich eiskalt aus, dass Markus Schwabel und Nico Mantel da gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Ganz bitteres Gegentor für Haching und für Fink. Einfach nur ein richtig schönes, sein 13. in dieser Saison. Und wer dachte, die Hachinger fallen jetzt komplett auseinander, der irrte sich. Sie bauten sich noch einmal auf. Schon wieder ist es Schimmer und nochmal Bigalke. Es ist der reinste Chancenwucher, den Haching aktuell betreibt. Genau aus diesem Grund sind sie eben seit 6 Spielen ohne eigenen Treffer, weil sie die Riesendinger nicht machen. Ein paar Hartgesottene sind trotz allem die 300 Kilometer mitgefahren und die sahen dann nur noch die Karlsruher am Stürmen. Wir sind in der 69. Minute. So viel Platz, so viel Zeit für Damian Rosbach. 2:0 nach butterweicher Vorlage von Pourier. Und das war spätestens dann die Einbahnstraße in dieser Partie. Haching hatte keinen Zugriff mehr. Die Tore, die waren dann einfach nur noch Trainingsspielübungen. Pourier mit dem nächsten Treffer. Das 3:0 in der 73. Minute. Sein 16. Saisontor. Er ist momentan Drittligas Bester. Dann die letzte Patrone im Team von Klaus Schromm. Alexander Kaltner. Der kam in der 78. Minute, verletzte sich sofort. War keine Minute auf dem Platz und musste dann auch noch runterbegleitet werden. Haching musste die Schlussphase zu 10 bestreiten. Symptomatisch für die aktuelle Krise. Karlsruhe legte dann noch einen drauf. 4:0 in der 85. Minute. Haching konnte einem nur noch leid tun. Karlsruhe wiederum erobert sich Platz 2 zurück. Ein dickes Statement im Aufstiegskampf. Das sind diese Spiele in der dritten Liga, sind alle eng. Da musst du Kleinigkeiten richtig machen. Du brauchst Matchglück, du brauchst Schiri-Glück. Heute haben wir ein bisschen Matchglück gehabt. Ja, ist, glaube ich, mit die bitterste Niederlage meiner Fußballerkarriere, muss man so klar sagen. Ja, da fallen über Nacht noch 3-4 Leute mit Krankheit aus, ja, zu den Verletzten, die wir eh schon haben. Dann machen wir eine überragende erste Halbzeit hier beim KSC, beim absoluten Aufstiegsaspiranten. Müssen in Führung gehen. Ich glaube, muss ich mir an die eigene Nase fassen. Wenn wir in Führung gehen, glaube ich, die Fans haben schon gepfiffen nach 35 Minuten hier. Ich glaube, dann geht es ganz anders aus. Tja, und so eben dann doch das 0:4 aus Hachinger Sicht. Ein ganz bitterer Samstagnachmittag für den KSC. Ist nur noch Feiern angesagt.